Sei gegrüßt. Ich wurde gefragt, ob es möglich wäre, bei diesem älteren Teil, das ich schon lange mal gemacht habe, wo man auch so Profile übernehmen kann, zum Beispiel Trapez einfach, da habe ich eben so ein Profil und das wird dann einfach vor die Wand gesetzt, wer es noch nicht kennt, und man kann dann mit Hilfe eines Vektors bestimmen, wo das Ganze sitzt. Ich setze mal ein bisschen weiter rauf, dann seht ihr, was es eigentlich macht. Das heißt, es sitzt einfach eine Platte davor und das wird dann einfach von den Grenzen der Wand und von den Öffnungen weggeschnitten. Das habe ich schon vor längerer Zeit einmal gemacht und das scheint ganz gut bei den Leuten anzukommen. Da kann ich dann den Winkel verändern, wie das drinnen liegt. Das war ein bisschen zu wild. So, bis hierhin. So. Ich wurde gefragt, ob ich es zusammenbringe, dass ich die Öffnungen der Fenster aus- und einschalten kann. Es kann ja auch durchaus sein, dass man mal statt diesem Trapezblech irgendein Testprofil drinnen haben will. Das würde dann, also ich zeige es nochmal ganz kurz. Ich habe hier den Nullpunkt und hier ist das Profil. Das heißt, ich habe immer Zwischenräume, weil es wiederholt sich immer auf diese Achse, also von diesem letzten Punkt des Profils bis zum Nullpunkt. So, also da gehe ich mal zurück und schalte das jetzt einmal um auf diesen, das Testprofil, Achekat-Profile. Test. Okay. Dann habe ich eben da so Profile drinnen und kann das natürlich dann, möchte das ausschalten können, weil ich vielleicht hier dahinter eine Öffnung haben will, wo es eben durchscheint. So, ich habe jetzt hier einfach einen weiteren Anfasser genommen. Wenn ich den rausziehe, schalte ich diese Öffnung sozusagen in meinen Wandpaneelen einfach aus. Die Öffnung hinterbei ist immer noch da, man sieht es hier schon. Und wo ich es nicht ausgeschalten habe, geht es durch. Ich gehe mal ins Bearbeiten und setze das STRG noch etwas weiter weg, dass die Öffnungen größer werden. Sichern ins 3D. Und jetzt sieht man es schön. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, dass hier dann sozusagen ich reinschauen kann in die Sachen, das liegt einfach daran, dass diese Gruppe des Abzugskörpers eben momentan auf dieses Material gestellt ist. Man würde dann wahrscheinlich dann ohnehin noch weitere Fensterumrandungsprofile, die ich in einem anderen Edonic gemacht habe, dann anordnen. Aber das funktioniert jetzt praktisch hier im Grundriss. Kann ich es einfach ein- und ausschalten. Also ich habe es jetzt wieder von 0,3 auf 0 zurückgestellt und dann wird das wieder ausgeschnitten. Ich habe es jetzt nicht extra hier auch noch reingegeben, weil das müsste eigentlich reichen, wenn es im Grundriss zum Aus- und Einschalten ist. Hier an der Grundrissdarstellung habe ich gar nichts geändert. So, ich stelle das dann wieder. Es sind auch die anderen Sachen. Die meisten, die ich da für das Add-on gemacht habe, drinnen. Das heißt, wenn ich hier Störung hat das T zum Beispiel auf diese Fensterumrandungen gehe, dann kommen halt die Sachen rein. Oder wenn ich hier bei dem Teil Störung hat das T reingehe und eben diese Gelände Sachen haben will, warte, das haben wir schon so viele drinnen. Ich glaube, das war das letzte. Ich weiß nicht mehr. Dann wird eben da überall ein Lichtschacht eingebaut und das Ganze dynamisch eben immer an die Fassade gehängt. Wie gesagt, da ist jetzt alles benannt zusammen oder die meisten Dinge zusammen, die ich hier in diesem Zusammenhang gemacht habe. Gut, schöne Tage, ich wünsche euch alles Gute. Ich werde das Fensterläden 7 wieder freischalten und mir mit einem 8er weiterarbeiten. Auf Wiederschauen.